Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Simson 4.0. Völliger Quatsch. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. So, wir fangen hallo an. Hallo zusammen. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, ne Ronny? Genau. Finde ich auch schön, dass du mal mitgekommen bist. Du hast nämlich auf deinem Moped einen MS-50-Zylinder. Genau, wir haben uns den ja in Suhl angeguckt und heute ist mal der große Vergleich. Ja, genau. Und wir wollen heute mal eins machen, Alex, dass wir den Zylinder, das ist ein originaler, unbearbeitet, glaube ich. Unbearbeitet, ne? MS-50. Genau. Und Auspuff, nur AOA1 sehe ich. Mehr hast du nicht gemacht. Ja, ist ein Sachsen-Moped-Auspuff dran mit geschlossenen Gegenkonus. Ach so, deswegen läuft das Ding 85, verstehe. Ja, wir haben noch einen Kindersitz. Ja, okay. Und Vergaser, 74er Hauptdüse. Okay, und original 16er. Wartbezündung, genau. Und ein bisschen am Luftfilter gespielt. Nach 4.0 oder? Ja, sehr ich würde es ja nicht sagen. Okay, also wir haben den Zylinder auf jeden Fall hier. Das ist der neue Megu-Nachbauzylinder, Nikasil-beschichtet. Genau. Wir zeigen den gleich nochmal ganz kurz an der Werkbank, weil ich würde den auch gerne mal vermessen, dass wir mal gucken können, Einbauspiel und so. Und dann machen wir mit Ronny eine Probefahrt. Das heißt, Ronny wird mit seinem alten Zylinder nochmal fahren. Er hat ja eben gerade schon geteasert, 85 nach Tacho. Wir gucken mal. Es kommt auf die Strecke drauf an. Ja, ne? Und dann wollen wir wissen, ob der Nachbau MS-50-Zylinder genau das gleiche liefert oder mehr oder weniger. Aber ich muss sagen, er fährt echt gut. Halt, ne? Man hört ja echt Geschichten so von den Dingern. Bei dem einen fährt er nur 60. Ja. Und hier fährt er halt ein bisschen besser. Wir werden es rausfinden, oder? Wie viel wiegst du? Okay, kannst du im Video nicht sagen. An der Stelle brechen wir ab. Ne? Okay. Nein, aber wir wiegen, glaube ich, gleich viel. Ne? Ja, wir wiegen gleich viel. So um die 75 Kilo, glaube ich. Ne? Vollkommen richtig. Genau, okay. Ja. Also wir gehen rein und erstmal Vermessung und dann fährt der Ronny. Genau. So Alex, wir mussten diese Tondatei leider nochmal nachvertonen, beziehungsweise das Video hier nochmal nachvertonen, weil leider unser Mikrofon nicht funktioniert hat. Ne? Aber ist ja vielleicht auch mal ganz spannend so am Schreibtisch hier. Ja, also wir haben den Zylinder jetzt mal ausgepackt und ja, ich würde sagen, Alex, der sieht ganz gut aus. Verarbeitet ist er auch ordentlich und man sieht hier auch die Eingangsschlitze vom MS-50 und ja, eigentlich ganz gut verarbeitet. So ganz leichte Grate sind drin, aber nichts Schlimmes, ne? Laufbuchse war, glaube ich, auch ganz okay. Die Laufbuchse war sauber gehohnt. Genau. Keine Schäden nach innen, sage ich mal, keine Grate nach innen, sondern... Ja. Ist ein 38er Zylinder, also wir vermessen den jetzt hier nochmal und gucken mal, was er halt für einen Innendurchmesser hat. Und ja, wir werden dann gleich nochmal den Kolben danach vermessen. So, also wir haben kurz vor 38 mm, er soll ja 38 haben. Knapp 5000stel vor. Genau, 5000stel vor dem eigentlichen Nennmaß, das heißt eigentlich sehr gut gehohnt, muss ich sagen. Ne? So, dann nehmen wir jetzt noch mal den Kolben raus und haben den auch noch gar nicht ausgepackt, Alex. Ne? Das war wirklich noch alles ganz jungfräulich. Und das ist ein sogenannter Einringkolben. Da gibt es noch mal so eine kleine Montageanleitung. Ja, der klassische und, originale Zettel, so ein bisschen auf Altgemacht, wie man ihn kennt. Genau, und dieser Kolben, das ist ein Einringkolben und der hat auch so eine Einfahrbeschichtung, wie man sieht. Und das Nennmaß soll sein 3796 und es steht NC drauf. NC heißt für Nikasil-Beschichtung, für Nikasil-Zylinder. Und da ist auch so eine Einfahrbeschichtung drauf. Ich weiß immer gar nicht, Alex, ob man das überhaupt messen kann, aber die ist so hauchdünn. Also ich habe da noch keinen Unterschied messen können. Ich hätte da gewundert, ob das mehr optisch ist oder wirklich eine Einfahrbeschichtung. Das ist schon eine Einfahrbeschichtung, so jedenfalls vom Hersteller. So, wir werden jetzt noch mal ganz kurz... das Messgerät noch mal nullen und dann geht's los. So Alex, dann wollen wir mal schauen, wie das Kolbenmaß ist und dann können wir gleich schauen, was wir dann entsprechend für ein Einbauspiel haben. Wir messen das immer 1 cm von unten vom Kolben. Das ist eigentlich der Bereich, wo man auch einen Kolben messen sollte und wir haben hier 953. Genau. Das heißt, wir haben ungefähr 4,5 Hundertstel Einbauspiel. Finde ich eigentlich ganz okay. Gut, 4 hätten es vielleicht auch getan, aber es passt schon. Alex, wenn man sich das Krümmergewinde anschaut, dann sieht man auch, dass das so ein bisschen asymmetrisch geschnitten ist. Das heißt nicht in der Mitte, aber das soll laut Hersteller so sein, weil entsprechend die Belastung auf der einen Seite höher ist vom Gewinde und dadurch der Auspuff dann durch Vibration nicht dieses Krümmergewinde abreißen kann. Also das soll so gewollt sein. So Alex, also vom Schnitt her ist das Video sowas von umfangreich, ja, und es ist irgendwie so, dass wir diese Eingangsmessung nicht haben von Ronny. Er zeigt das aber gleich nochmal in seinem Video, dass er 73 km/h mit dem alten DDR-Zylinder gefahren ist. Ja, das solltet ihr vielleicht nochmal wissen und wir schneiden jetzt weiter, ja. So,
Brauchst du noch ein bisschen Nervennahrung oder was? Nee. Ein bisschen, hier, ich habe noch Haribo-Schlümpfe, wenn du möchtest. Oh, die kleben immer. Die kann ich dir hier hinstellen. Und Alex, er wollte das mit einer Pumpenzange machen. Hier hast du einen Hakenschlüssel, ja? Für den waschechte Klempner. Ja. Genau. Okay. Jetzt geht's los. Okay, ich übergebe Alex, ja? Ronny baut seinen Zylinder ein und viel Spaß dabei. Ich hätte ja nie gedacht, ne, dass wir den nochmal runterbauen. Lief so gut, ne? Findest du? Mhm. Und was hat er jetzt nochmal gerade auf dem Tacho gehabt? 73 laut GPS. Wer einen Moped klauen will, der klaut einen Moped, glaube ich. Ne? Und in der Regel auch das Ganze. Ja, das geht schneller. Würde ich sagen. Darf ich jetzt auch mal sagen? So, Alex. So, Alex, ja. Klamotten anziehen und los, ne? Ja. Dann. Schieb mal raus, das gute gib Stück. Gib mir mal die Kamera, würde ich sagen. Ich bin bereit. So, Ronny, geht los und Tipp von mir: mach einfach mal gleich Vollgas, nicht warm fahren, alles was geht. Wir gucken, ob der MZA-Zylinder hält, ja? Ich will's wissen. Mal gucken. Ist er da? Wenn er hochgeht, ist egal, ja? Wir gucken mal. Wenn das aushält, dann spricht das auf jeden Fall für also den Zylinder, ja? Die 73 müssen ja auch wieder stehen dann, ne? Ja, genau. Hier, 73 hat er geschafft damals mit dem alten DDR-Zylinder, mit dem originalen. Ja. Und wir schauen mal, ne? Viel okay. Spaß. Und wie setzt er das nochmal und dann... Wie gesagt, nicht warm fahren, Ronny. Gib gleich Vollgas. Viel Spaß. So, Ronny kommt wieder, ich bin gespannt, Alex. Was sagst du? Das ist der Knaller. Der fährt schneller als mein Originaler. Wieso? Wie schnell warst du? 79. Ach Quatsch. Ja. 79. Es stimmt. Hat sich immer mehr so. Ja, hast du gemerkt. Wie viel bist du jetzt gefahren? 3-4 Kilometer oder? Ja, auf dem Tacho stand 24, 25. Ja. 23 waren. Krass, ja, Alex. Kilometer. Hättest du auch nicht gedacht, Christian, ne? Ne, absolut nicht. Also, finde ich gut. Also, scheint eine Alternative zu sein zum Original. Ne? Wenn du so siehst, für was die Originalen gehandelt werden und du kannst es halt auch gleich haben und dir. Und 79 nach GPS, was hast du auf dem Tacho? 85? Ja, nur in den Dreh. In den Dreh. Also, Kaufempfehlung, würde ich sagen, ne? Definitiv. Und hast du richtig Vollgas gegeben, dann? Ja, wie gesagt, ich habe ja hier im Dorf, habe ich immer eine Runde eingefahren, dann auf der Geraden mal richtig Vollgas halt, ne? Und nichts geklemmt? Nein, hat nichts geklappert, gar nichts, also... Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Ja, prima, dann haben wir es, ne? So, sagen wir alle Tschüss, bis denne, ciao. Ciao.